singing good tonight, Ken. Don't smooth talk me, Johnny. We had an agreement. Is that what you call it? I never wanted to leave. You kicked me out. You want money from me, Johnny? Because I'm ducking the landlord. I don't need a handout, babe. Look at this suit. You working another one of your famous deals? This one's big, Kat. Oh, sure it is. Till it blows up like last time and the time before Not that. Not this time, babe. I'm gonna make it all up to you. I gotta get back on stage. Then meet me after. I'm staying at the Excelsior. But you think you're just gonna jitterbug your way back into our lives with a lot of sweet talk? It's gonna be better this time, babe. You're gonna see how much better it can be. Room 529, kiddo. Where is he going? I need to talk to him. Ja, das war im letzten Part passiert und von allen Kraschemmen dieser Welt. Wieso ausgerechnet in dieser? Willkommen zurück, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, zu einem neuen Part von Contrast. So, wir gehen jetzt mal hier ein bisschen durch. Oh, ja, hier haben wir es gefunden. Anzeigen von Sammelobjekten, Weil 1. Scheck von Johnny Fenris an Kate Knight. Nicht gedeckt. Ja, auch damals gab es schon sehr große Geldprobleme. Und ich würde mich jedes Mal freuen, wenn ihr mich unterstützt, indem ihr halt immer zuguckt und so weiter. Und freue mich halt tierisch. Gut, speichern. Yep. Also, ich muss jetzt immer gucken, wann Speichern ist. Denn dann können wir den nächsten Part speichern. Ich habe nämlich, als ich den Part beendet habe... Ja, wie soll ich das ausdrücken? Also, ich habe den letzten Speicherpunkt genommen und der war, sagen wir mal, 5 Minuten von hier weg. Aber deshalb muss ich jetzt immer auf das Speichern aufpassen. Jetzt gucken wir ganz schnell auf die Uhr. Ja, ungefähr 10 Uhr morgens haben wir es. Ich wette, er geht in die Bar, ja? Said Daddy left us. But that's not true, is it? She kicked him out. Ja, aber warum hat sie ihn rausgeschmissen? Das ist diese Frage. Warum? It won't open. But you could break it open. You're pretty strong. Ja, neue Fähigkeit zum Zerbrechen von schwachen Hindernissen. Leertaste, die Kreistaste. Alter, jetzt pass auf. Wir können jetzt schwache Gegenstände durchbrechen und die Fähigkeit, auf die musste ich warten. Die hatten wir vorher nämlich nicht, also nämlich mit H. So, dann kann ich nämlich diese Leuchtkugel mir krallen, das ist ja gut. Was gut ist bei diesen Speicherständen ist, auch wenn ich jetzt die Speicherstände von früher anfange, wie das sage ich jetzt mal, also gehen wir davon aus, jetzt würde ich gewissermaßen neu anfangen. Sammelgegenstände wie zum Beispiel der Scheck von Johnny würde ich behalten, aber die Leuchtkugeln müsste ich nochmal neu einsammeln. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Ja, das funktioniert leider nicht. So, haben wir irgendwo noch etwas, was ich zertröten kann, zerstören kann, zermetteln kann? Bestimmt irgendwas, was ich hier zertöten kann. Warte mal. Nein, da ist nichts. Ja, ich freue mich jedenfalls mal auf dieses Spiel. Ich muss jetzt gucken. Das Problem ist jetzt bei diesem Spiel, dass ich ein bisschen Gas geben muss, gewissermaßen. Ich glaube, dieses Spiel war einst unter... Bah, lass mich lügen. Dieses Spiel war eins unter Plus und ich bin mir nicht sicher, ob ich das Spiel noch spielen kann, wenn mein Plus-Konto in 6 Tagen, heute mal den zweiten in 4 Tagen, 5 Tagen, also mit dem Tag heute 5 Tagen, wenn da das Konto zumacht, weil ich habe gesagt, Plus-Konto brauche ich eigentlich nicht mehr und ja. Da ist Didi. That's the amazing Vincenzo. He's a world-famous illusionist. What's Daddy doing with him? Der großartige Vincenzo. Ja, aber bevor ich hier reingehe, würde ich sagen, gucken wir uns erstmal hier noch ein bisschen um. Weil ich würde nämlich gern wissen, ob wir noch irgendwas hier... Where are you going? Daddy went in there. Ja, ich wollte aber, ich wollte aber jetzt gerade hier, ich wollte hier rüber. Ich bin erwachsen. Okay, ich gehe rein. Okay, was haben wir denn da? Okay, wir müssen also irgendwie gucken. Come on, Vincenzo, it's just some film footage of your act.
Why can't you let me borrow it just overnight? Because it is my new act and it's top secret, which is why my agent has it safely locked in his office upstairs. I just want to show it to my investors. They want to get to know you better. Mr. Fenris, I have performed my illusion act for the King of England and the Emperor of Japan. There are untouchables in India who tell stories of the amazing Vincenzo. If your investors don't know me, they're not in show business. You think I can't pay you? Look at this suit. I'm staying at the Excelsior Hotel. I've asked around about you, Mr. Fenris. People tell me not to trust you. And I've asked around about you, Mr. Amazing. You're not as flush as you look. You've got a few debts. Which is why I think you'll perform at the opening night of my circus. You dare accuse me? Look, I made a beautiful poster. Now I just need to borrow your film reel. Until I see some earnest money from you, I'm damned if I will lend you the time of day. All right. I'll get you a check. Cash. Cash, don't worry. I'll call you tomorrow. It's been such a pleasure meeting with you. Thanks for the drink. Ja. Also, nur Bares ist Wahres. Ja, und da geht's weiter. Aber ich möchte vorher gucken, hier gibt's nämlich noch einige Sachen zu erkundigen. Zum Beispiel hier ein Sammelobjekt, und zwar... Jahrmarkt Poster, der fantastische Vincenzo. Featuring the great Vincenzo, ja gut. So, wir müssten eigentlich jetzt irgendwie da hoch, weil hier kommen wir nicht wirklich weiter. Dazu brauchen wir jetzt die Hilfe von wieder Schattenspielen. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken, ist hier hinten dran etwas. Hallo, ich bin die neue Bardame, ich schenke hier aus. Ja, ich bin sexy. Sexy. Ich scheine etwas zu nuscheln, habe ich mitbekommen, in manchen Dingern. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen so, das muss ich gerade gucken. Okay. Sollte das, reicht das? Moment, probieren wir aus. Reicht aus. Sehr gut. So, bevor wir jetzt hier rausgehen... falsche Tür. Ja, bevor wir aber hier rausgehen, zur falschen Tür, muss ich erstmal gucken, was hier noch zu tun ist. Weil hier gibt es nämlich auch, glaube ich, einiges. Hier gibt es, glaube ich, was... Eine Lichtkugel, die will ich haben. Ich will diese Lichtkugel haben. Gut. Diese Lichtkugel haben wir... können wir hier wieder rein, aber ich muss gucken, ob ich nicht noch irgendwas verpasst habe. Moment. So. Ob ich noch irgendwas verpasst habe, nee, da geht's nicht weiter. Ich liebe diese Schattenspiele. Ich liebe solche Spiele. Ich wünschte mir, es gäbe ein Contrast 2. Gibt's das nicht überhaupt schon? So, hier haben wir alles. Oh, da gibt's so viel. Und wir holen uns jetzt die Lichtkugel. Problem ist es halt, ich weiß nicht, welches von diesen beiden triggert. Da haben wir ein Sammelobjekt. Zeitungsartikel. Der fantastische Vincenzo verhüllt seine Geheimnisse in aller... verhüllt seine Geheimnisse in aller Öffentlichkeit. Das ist doch eigentlich der Job eines Magiers. Interagieren. Bringe die Filmrolle zurück ins Kino. Okay. Dann ab und marsch ins Kino. Wo ist die Kleine? Kleine? Thank goodness. Now we have to get the movie to him. I think he's going to the cinema to meet his friends. Mr. Fenris, I have performed for the King of the Universe. There are monkeys who know about the amazing Vincenzo. If your investors haven't heard about me, they're stupid. Jetzt mal ganz... Oh no, there's no way to get across. I know. If we could get the spotlight working, then I could track you with it. But it's out of power. We need some luminaires. Do you have any? Das muss eine Welt sein, in der sowas vollkommen normal ist. Ich will hier raus.
Ich will hier raus. Ich will raus. So, wir gehen mal ganz kurz gucken. Hier gibt es nämlich eine Lichtstadt. Was haben wir da? Ja, will ich. Haha. Schön. 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 Jetzt habe ich noch eine Frage. Vor allen Dingen habe ich eine Frage, die ist einfach, was sehen wir hier? Die Erinnerungen von Didi? Sind wir in einer Gedankenwelt von Didi? Sind wir in der Fantasie von Didi? Oder ist die Welt ganz normal, so wie sie momentan ist? Das würde mich nämlich ehrlich gesagt ein bisschen wundern. Aber, naja. Ja, Didi, leg los. Oh, Didi muss uns führen. Die führt uns auch, das finde ich ganz dufte. Didi hat uns wunderbar geführt. Trophäe, so nutzen man die Schatten aus. Ich habe eine Trophäe erhalten. Dufte. Ich liebe dieses Spiel. It's too far. Can you help me, please? Hilf Didi über den Abgrund. Zerbrechen von schwachen Gegenständen. Moment mal, die Fähigkeit hatte ich schon vorher. Die Frage ist hier oben irgendetwas, was ich gebrauchen kann? Nö. Jetzt muss ich gerade gucken. Also. Das hier ist gefährlich. Sehr gut. Ja, wenn Didi drüber kann, können wir ja auch drüber. Thank goodness, it was such a big jump. Ja, ich mache einen sehr guten Job, dankeschön. So, bevor wir aber jetzt hier loslegen und hier reingehen, würde ich sagen, wir kümmern uns zuerst mal hier drum. Ich möchte immer so diese Nebenaufgaben ein bisschen machen. So, weil hier oben ist eine Funzel, die hätte ich gern. So, dazu brauche ich aber jetzt diesen Schirm. Diesen Schirm. Diesen Schirm. Sekunde, wie war das? Auf den muss ich zuerst, dann springe ich auf den und dann springe ich auf den. Das bedeutet, und das ist jetzt zeitbedingt. Das ist das Problem, das ist jetzt alles zeitbedingt. Das heißt, ich muss jetzt richtig Gas geben. Also richtig Gas geben. Das geht nicht. Scheiße. Nein, fuck it. Ich war nicht schnell genug. Aber ich hätte es fast geschafft. So, pass mal auf. 1, 2, 3, 4. So, dankeschön. Eigentlich ist es ganz einfach. Siehst du? Eigentlich ist es ganz einfach. So, 8 von 10 Leuchtkugeln haben wir gesammelt. Das ist immer sehr, das ist immer sehr gut. Ja, zeitlich verzögert. Ich sag noch, zeitlich verzögert. Was haben wir da? Kann ich da durch? Nö. Ich finde es aber faszinierend, was für Fähigkeiten diese Frau hat. Wir haben ein neues Sammelobjekt. Wegen einer wegen eines Betreiberwechsels haben wir momentan geschlossen. Okay. Oh, it's locked. Yeah. Oh wait! Didn't get to just... I told you I was good at fixing things.
dass ich Sachen reparieren kann. Okay, aber bevor ich da, komme ich nicht weiter. Okay, wie sieht's da aus? Kann ich da runter? So. Maybe you could find another way in. Ja, ich weiß, ich bin zu fett für durch diese Tür. Weißt du, die Kleine ist genauso dünn wie wir. Aber die schafft es einfach. Wir schaffen es nicht. Wir sind so fett dafür. Ich komme mir so schlecht vor. Ich bin zu fett dafür. So, hier haben wir... jetzt müsste ich gerade überlegen, wie hieß der Schauspieler wieder? Master Keaton. Nee. Ich weiß nicht. Fred Astaire war es, glaube ich, nicht. Dann haben wir hier den... Ah, wie hieß der, wo der Dracula gespielt hat? Longoni? Irgendwie so ähnlich. Er heißt anders, das weiß ich. Aber ich versuche gerade, den Namen wieder zu kriegen. Und sie... Audrey Hepburn. Keine Ahnung. Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Ah, warte mal. Das bleibt stabil stehen. So. Dann muss ich ihn noch hier bewegen. Sekunde. Ich muss ihn... Ich würde gerade sagen... Was? Okay, Moment mal. Wieso kann ich ihn nicht bewegen? Ah, so. Klappt das? Wahrscheinlich nicht. Doch, klappt. Ich breite alles vor, um rechts auf die Balustrade und springe nach links. Ich bin so ein geniales Kerlchen, Alter. Oh Mann. Entlassungsurkunde Johnny F. Henrys. Vergehen, Scheckbetrug. Ah Mann, ich versuch's immer wieder. Oh, das war das schlechter, weil. Ich wollte eigentlich. Jo. Deshalb habe ich ja diesen ganzen Hackmack gemacht. Ich wollte ja hier hoch. Ja, schauen wir uns mal die Plakate an, das können wir auch mal machen. Ja, der Vincenzo, der Magican. Ah, der große Vincenzo. Ist ein ganz großer Mann. Wieso kann ich hier nicht durch? Achso, stimmt. Das ist klasse. Okay. Wir müssen... soweit ich weiß... Sekunde... Dee Dee, what are you doing here? You're not supposed to be out this late. Where's your mom? Did mommy really kick you out? Were you spying on us at the cabaret? Are you coming home? Well, that's my plan. I've got to convince your mother. She here? No, I snuck out. Oh boy, you're growing up fast. You used to be scared of the dark. But did she really kick you out? Well, yeah, kinda. At the time, I wasn't being very good to her, so I guess I had it coming. I missed you so much. I missed you too, honey. But I'm gonna come back home. I'm putting together a circus, see? It's gonna pay for everything. And you know who it's gonna star? The amazing Vincenzo. How much snooping around have you been doing? Yeah, it's gonna star the amazing Vincenzo. He's good, huh? Look, you're really not supposed to be out this late. I'm gonna take you home. I brought you the milk. I got a couple of investors. Come in here, and they don't like kids much. I need you to run home by yourself, okay? But I brought you... Dee Dee, you have to get out of here. I won't tell Mom you snuck out. Okay, go. Verdammt. Ich erinnere mich unheimlich daran, wie es mit meiner Mutter war. Hey, Carmine, Silvio. He doesn't have the money to show them. His name is Salvio, so why are we here? Salvio, yeah, what did I say? I got great news. Vincenzo is in. You got him, you're sure? Sure, I'm sure. He's gonna play opening night. Really bring in the crowds. So that's why you brought us here, huh? You're gonna show us his act?
Yeah, except the projector's broken. Because if you don't got him, your circus is gonna flop and you're not gonna be able to pay us back. And then I'm gonna have to break your arms and then we see how well you swim. Look, I'm gonna need just a little more money to finalize things with Vincenzo. Are you kidding me? What'd you spend that money on, that suit? Listen, it's all gonna come back to you. Show them the movie! Show them the movie! Ja, ich zeig ihm den Film. Verdammt, wie komme ich jetzt wieder da rein? Rein, da komme ich auch nicht rein. Oh fuck. Okay, er muss den Film sehen. Er muss den Film sehen. Oh! Hey, knock it off, Sal. Check this out. Geez, he is amazing. I told you I got him. Okay, let's go get your money. Thanks a bunch. Look, why don't I swing by tomorrow, pick it up? Relax. Let's go have a drink, huh? I know a guy who'll fix that finger right up. I can't. I gotta go meet someone. Boy, you're in a hurry, huh? She must be a real ripe tomato. You wanna go meet Johnny's tomato, Sal? I like a ripe tomato. That tomato's my wife. Always wanted to meet the wife. Huh? We'll play canasta. Just the four of us. Hmm? Okay, but... He's not asking Johnny. He's telling. You're gonna hurt my mom. Oh Gott, sie werden sich um die Mutter kümmern. Okay. Scheiße. Ich hoffe, dass da nichts drin war, was ich gebraucht hätte. Wenn da jetzt was drin ist, was ich gebraucht hätte, Alter, dann hier. Puh, Gott sei Dank. Es blinkt hier nichts. Wunderbar. Die Probleme von drei Kleinen, ich habe das nicht verstanden. Menschen. Gehe zum Excelsior Hotel. Ja, aber ich glaube, zum Excelsior Hotel werden wir... Doch, bis ich das Speichern sehe, werde ich jetzt noch gehen, weil ich habe das Speichern nicht gesehen. Wir werden zum Excelsior Hotel gehen. Und wo das Excelsior Hotel ist, das wissen wir. Ja, das lief nämlich da hinten. So, und sobald er mal gespeichert wird, höre ich den Part auf. Speichern. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Contrast wieder. Ich danke, dass ihr zugesehen habt und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Patrick Patul. Bye, bye. She was getting pretty loud in there.